Hallo und herzlich willkommen zurück beim Tech-Let's Play. Oh, er hat ihn getötet. Oh. Oh. Der war so knuffig. Ja. Ich wollte aber kein Haustier mehr haben. Du bekommst ja auch ganz. Schade, ich habe ein bisschen zu spät aufgenommen. Jetzt, der Creeper hätte Fips fast massakriert. Ja, ich konnte noch gerade so in die Lüfte steigen. Yeah. Mhm. In die Lüfte steigen. Ich habe gar nichts daran falsch verstanden. In die Lüfte steigen? Ja, ja. Du bist in die Lüfte gestiegen. Seit wann verlieren Dinge ins Eisen? Zombies. Können sie einmal Zombies. The Zombies are coming. Apropos Zombies, du spielst gar keinen Plants vs. Zombies. Doch, habe ich jetzt neulich wieder 3 Folgen rausgebracht. Ich habe keine gesehen. Tja, dann musstest du mal die Augen aufmachen. Nein, ich meine nach den Folgen. Ja, jetzt habe ich noch keine gebracht weiter. Ja, weil ich gerade noch was plane und ich bin noch so ein bisschen ausgeplant, wohlgemerkt. Du bist auch verplant. Das öfters. Hier könnte ich so eine Schiebetür reinmachen. So eine extrem geile Schiebetür. So eine extrem pornöse. Da war es wieder. Oh. Irgendwann blende ich dieses Wort aus. Machst du so ein Piep drüber? Immer, keine Ahnung, wenn ich später mal aufnehmen sollte, wenn du das Wort sagst, blende ich das jedes Mal aus. Piep! Ja. Porn-Piep! Nee, man hört nicht mal dieses Porn. Man hört nur noch dieses Piep! Nein. Doch. Man wird dieses Porn noch hören. Nein, man wird dieses Piep hören. Einfach weil man sich dann denken kann, was es war. Wenn man es ausblendet, kann man sich auch denken, was es war. Nein, es ist aber uncool. Du bist uncool. Selber. Das hat mich jetzt verletzt. Wir müssen das erzählen. Deiner Oma, meine Opa. Oma ist sie nie, ich glaube, die versteht das nicht mehr. Aha. Dein Vater, deine Mutter. Ja, ja. Ein Opa habe ich auch nicht mehr. Ja. Schwierig. Mir fällt keiner mehr ein, dein Sidekick. Käse. Käse. Deine Karotten. Dein Kühlschrank. Du hast nicht viele Freunde, oder? Warte mal. Nö. Ach nee, wir machen das weiter. Mein Vater kommt gerade rein. Ich hoffe, da kommt nichts zu tun. Ansonsten muss ich mich mal kurz muten. Du kannst dich nicht muten. Kannst dich nicht muten. Kann man sich bei Flaps nicht muten? Nein, man kann sich bei Flaps nicht muten. Dann hört man alles live mit. Gut, dann machen wir das jetzt live. Wenn es gleich passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich das Fenster hier gestalten soll. Ja, warte. Ich ja auch nicht. Schließ die Tür auf. Schließ die Tür auf. Hallo. Guckst du dir das mal an? Na, hör, ich hab Kopfhörer auf, du Idiot. Achso. Hallo. 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 Wie soll ich denn die Fenster hier machen? Mit einer Menge Fantasie. Na guck mal, hinten habe ich überall diese von oben bis unten Fenster. Von oben bis unten Fenster. Hallo. Siehst du? Ich hab's gewusst. Ich mach die hier vorne auch so. Ich hab was ganz anderes verstanden. Aber ist okay. Sag. Ich will's nicht. Nein. Spielen. Doch. Nein, ich erzähl's dir nach der Aufnahme. Hast du da irgendwas Schweinisches verstanden? Oh ja, aber richtig. Aber richtig. Ach, Fips, du bist so pornös. Das ist übrigens auch ein Begriff, den man mit pornös beschreiben könnte. Was? Pornös. Du bist einfach pornös. Ich beschreib dich gleich mal mit einem Wort. Lustsklave? Nein. Hampelmann. Hampelmann. Du benutzt mich nicht als Hampelmann. Mhm. Oh, du schreibst mich nicht als Hampelmann, Alter. Das hast du nicht drauf. Zu spät. Bitch. Leck mich, Bitch. Triple Time, Bitch. Triple Time? Was? Kennst du das nicht beim Nein. Rappen? Es gibt auch Double Time und Triple Time. Ja. Es gibt auch deine Mutter Time. Es gibt auch, wir schubsen ihn ins Wasser Time. Alter, hier sind überall Fenster, du Idiot. Nein, hier ist keins. Wieso ist hier noch kein Fenster? Weil du... Warum machst du keine Fensterdingens? Weil es scheiße aussieht.
Gedanken, weil ich später immer noch verändern kann? Nee. Unerlaubt. Unerlaubt. Es gibt sowieso jeden Fick darauf, was du denkst und was du bist. Dip, dip, dip. Dip, 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 dip. Jingle bells, jingle bells. Fips ist in dem falschen Zeitalter gelandet. Ja, ein bisschen. Sind doch nur noch 6 Monate. Miau! Katze? Fips dreht durch. Miau? Gefällt dir es nicht? Ich hab gedacht, so einmal durchschütteln, gefällt dir. Du musst dich jetzt auch nicht in meinen Beinen festhalten. Au. Ich hab gesagt, du musst dich jetzt nicht in meinen Beinen festhalten. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle. In den Fips. Was? Ich beende hier mit dieses Let's Play. Es war schön, dabei gewesen zu sein. Was ich noch anmerken möchte. Penis. Penis. Das ist aber auch irgendwie mal der Standardsatz, ne? Ja, mal nichts anderes so irgendwie. Pips. Kinderflockenlade. Kinderflockenlade. Ja, gut, das ist unser anderer Satz. Meinetwegen. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle ist ein Fips. Hey. I think you have a crazy worm in your head. Was? Yeah, that's right. Ein crazy worm in my head. A crazy worm in your head. Du willst mir nicht zufällig gerade mal helfen? Nein. Warum nicht? Nein, ich kann gerade nicht. Achso. Ich muss meinen Crab wegschmeißen. Crab. 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 Nein. Crab. Solange wir es noch zu EMC verarbeiten können. Jetzt hast du schon wieder was verraten, du Idiot. Wow, scheiße. Stimmt. Warum schon wieder? Letztes Mal habe ich das nicht verraten. Klar, letztes Mal hast du auch solche Andeutungen gemacht, solche zweideutigen Andeutungen. Bitch. Welche zweideutigen Andeutungen? Ja, als ob mich jemand verstehen würde. Dann schneidest du jetzt das halt raus. Jetzt schneidest du das halt raus. Ich schneide nie, Alter. Ja, dann schick es mir, dann schneide ich es. Natürlich, und dann lädst du es mit einer Internetleitung hoch. Ja, nee, dann schick es dir wieder zurück. Mit der Post. Oder wie? Hä, warum? Die Dateien sind denn? Wie groß sind die nach dem Rendern? Ja, hör einfach auf. Ist es okay, Fips? Ist es okay? Wie groß sind nach dem Rendern? Ist es okay, Fips? Wie groß sind die nach dem Rendern? Ist okay. Ich verstehe dein Leiden. Wie groß? Ich mach dein Glas kaputt. Holz. Holzkiste LP, Mann! Was machst du denn? Wie groß sind die nach dem Rendern? Du hast mir nicht geantwortet. Hau einfach ab, Mann. Nein, du beantwortest meine Frage nicht. Ja, das werde ich auch nicht, weil ich jetzt Holz brauche. Und Holz finde ich hier irgendwo. Da. Kannst es nicht lassen, ne? Du machst da doch irgendwas wieder. Du bist wieder am Ding. Du bist paranoid. Ja, bin ich. Nicht. Hallo. Was geht? Willst du eigentlich nach der Folge hier vielleicht noch was anderes aufnehmen? So ein ganz bestimmtes Spiel? Ein ganz bestimmtes crazy Spiel vielleicht so? Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt, was ich meine. Ich glaube, die Folge... Du kannst es, glaube ich, beim Namen nennen. Ich glaube, die Folge
wird eh früher rauskommen als diese hier. Stimmt. Vielleicht. Ja gut. Willst du dann noch Castle Crashers aufnehmen? Wenn du mich... Warte, wie viel spät ist es denn? Wie viel spät? 18.25 Uhr. Ich weiß. Ich hab's auch gesehen. Ja, das könnte man... Das könnte man einrichten, Monsieur. Aber wollen wir nicht noch... Eigentlich erst was essen. Das auch. Was wollte ich jetzt sagen? Aber wollen wir nicht auch? Penis? Erstmal eine größere Pause machen, bevor wir das aufnehmen. Ja, was essen und so. Ich weiß gar nicht, wie viele Folge ist das jetzt? Die 12. Höchst komplex. Höchst komplex. Ja, mein Haus ist fast fertig. Also der Grundbau steht. Mein Haus ist auch fast fertig. Ey, das sieht geil aus mit den Bäumen. Mit welchen Bäumen? Mit den Bäumen hier. Mit welchen Bäumen? Na, mit den ganzen Bäumen. Welche Bäume? Okay. Sieht auf jeden Fall geil aus. Hab ich auch gebaut. Mache ich die Trafohäuschen und das Ganze hin. Und hier kommt irgendwas hin. Den Reaktor muss ich da auch noch aufbauen. Aber ich brauche erstmal ein Dach. Eigentlich. Was könnte man denn hier als Dach machen? Eisen. Natürlich. Damit es nicht wieder abbrennt. Nein, eigentlich wollte ich das Haus da hinten so hinmachen und einen übelsten Hof davor mit übelster Sicherheitstechnik und hinter allem. Aber naja. Kannst du jetzt immer noch mit Sicherheitstechnik machen. Ich glaube, ich ziehe da noch einen Stacheldrahtzaun drumherum. Oder mindestens einen Elektrozaun. Ja, ich glaube, da kommt ein Elektrozaun drumherum. Nur wegen euch. Weil ihr so cool seid. Hier gibt's doch gar keinen Elektrozaun. Also Elektrozaun. Ja, den kann man sich aber bauen. Wie denn? Indem man einfach durch ein unisoliertes Kabel Strom fließen lässt. Ach so, stimmt, du bist ja richtig schlau. Aber das macht kaum Schaden. Wenn du da 512 EU durchfließen lässt. Warum ist eigentlich das Schild von seinem Haus weg? Weiß ich nicht. Dann braucht das 2 Schläge und du bist tot. Selbst mit Rüstung. Ach Quatsch. Laber nicht. Glaubst du mir nicht? Probier's halt aus. Mach ich auch. Aber das. In den nächsten Folgen. In der nächsten Folge. Wir können jetzt Schluss machen. Nein, mach doch kein Schluss. Mach doch kein Schluss. Du bist geschädigt durch deine Katze, Alter. Siehst du? Und ich arbeite hier nur mit Verrückten zusammen. Wer ist verrückt? Was? Wer ist verrückt? Ich verstehe deine Leiden nicht. Die Quadratwurzel einer Banane ist rund. Die Quadratwurzel einer Banane. Schon ein bisschen witzig. Ich gehe kurz kotzen, Alter. Die Quadratwurzel. Einer Wand. Ich bin. Was ist daran so lustig? Ich bin echt fertig. Was ist bitte daran so. Dass ich so fertig bin. Das ist nicht lustig. Dass ich so fertig bin, habe ich doch gesagt. Das ist
ernst zu nehmen, Phipps. Du brauchst Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Du brauchst dringend Hilfe. Nein. Mir kann man nicht mehr helfen. Ich bezahle dir einen professionellen Psychiater, aber bitte geh da hin. Das habe ich schon alles hinter mir. Alter. Ich bin... Der haut lauter solche Sachen raus und man denkt sich immer, ach, ist alles nicht so schlimm. Ja, ja. Aber in der Masse. Weiter. Ja, laber weiter. Laber einfach weiter. Laber einfach weiter. Du bist einfach so... Nett, ich weiß. Ich verrückt. Weiß, ach Quatsch, ich bin nett. Verrückt. Ich bin nett. Verrückt. Nett. Und ich komme nicht aufs Dach hoch. Verrückt! Wie wär's, wenn wir den ganzen Weg aus Sandstein machen? Guck mal. Nee, es sieht kacke aus. Ich weiß. Das war ja ein Witz. Ein Witz? Du wolltest es echt zu machen und dann sagst du so, nee. Nein, als ob. Das sieht echt nicht schön aus. Warte mal. So. Lö. Hilfe. Horch, Katze. Das Dach. Ja. Das Dach. Das Dach. Wir machen Schluss für heute. Ja, okay. Die Tür geht auf. Gut, ich sag dann einfach schon mal Tschüss. Wir haben heute schon einiges geschafft. Wir haben das hässlichste Haus aller Zeiten abgerissen. Ja. Wir haben ein neues, schönes Haus, ein relativ schönes Haus gebaut, ja. Wir haben da ein paar Häuser. Hangman kann sein Haus auch noch ausbauen. Wir haben Wege. Hier kommen noch die Transformatoren dann hin. Die Energiespeicher kommen hier alle hin. Hier kommt der Atomreaktor hingebaut. Hier kommt noch ein Lagersystem hingebaut. Und so weiter und so fort. Aber das sehen Sie alles in der nächsten Folge, meine Damen und Herren, wenn Sie wieder dabei sind beim Tech Let's Play Reloaded mit Phipps XD, der jetzt Tschüss sagt, weil er wahrscheinlich nicht reden kann. Und mir dem Streapay. Bye, bye.